Man kriegt ja dann immer 125 anstatt 10, ey, das ist schon krass. Yeah. Ey, habt ihr den Unterkiefer gesehen? Ist ja Hammer. Die sind alle zu schnell, ich kann überhaupt gar nicht mal die Peitsche benutzen. Ich kann wenigstens noch treten. Ey. Für die Fische. Sterbt. Erleuchtung. Das war's. Suchen wir einen Roboter. 500 Punkte, ey. Hammer. Ob es auf dem Planeten auch noch einen Teil gibt, wo mehr so Winter ist? Das würde mich auch mal interessieren. Oder ist das ein ganzer Sommerplanet, sage ich jetzt mal. Das wäre mal interessant. Weil wenn es hier dauernd Sommer wäre, dann würde ich hier bleiben. Dann würde ich ja gerne sein. Also ohne den Bandit natürlich. Muni haben wir noch. Pistole, ja. Da könnten wir Magazine kaufen. Und hier, das benutzen wir ja im Moment gar nicht. Nee, dann lassen wir das auch. Boah, ich würde gerne die Sniper weglegen. Zu der Shotgun. Und das ab... Ah, jetzt gut. Machen wir die mal voll und nehmen wir die dann auch gleich mal mit. Haben wir die auch jetzt ausgerüstet? Ah, super. Machst du auf? Kumpel? Machst du fein. Danke. Da kommen sie. Die Dinger nerven wirklich, ey. Splatterpunk. Entschuldige. Aua. Hehehehe, mach mal nicht so. Mulu-Puppe. Scheiße, scheiße. Ich bin nicht da. Wenn ich euch nicht sehe, dann könnt ihr mich auch nicht sehen. Tschüss. Also mit der Shotgun, das macht wirklich verdammt Spaß. Oh, Munition, super. Laden wir mal nach. Und weiter. Ja, jetzt wäre die Shotgun, die Sniper geil. Ach du Scheiße, wie viele. Oh, ich bin so schlecht. Ich finde es erstaunlich, dass ich noch gar nicht gestorben bin. Aber wie ich mein Glück kenne, wird das gleich passieren. Würgereiz. Wo willst du hin? Ach, ein Sniper. Dann gehe ich mal näher ran. Hallo. GIZ. Ich komme von der GIZ. Schon gezahlt?
Ey, bleib mal hier. Bleib mal hier. Ihr habt euch versteckt, richtig? Das ist nicht nett. Alter, wie weit die fliegen. Wie weit die liegen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. Du hast mir gar nichts zu sagen, Ishii. Ich meine, was tun wir, wenn sie ins Gras beißt? Was wir denn tun werden? Wir sterben, Cray. Sie ist unsere einzige Verbindung zu Serrano. Ach, na dann. Unsere einzige Hoffnung auf Rettung. Ah, schon verstanden. Wie er raufkloppt, ey, ehrlich. Oh, ja, fast keine Punkte mehr. Muss sparsamer sein. Oh, das Ding nervt. Hallo, Colonel Echoes. Hier ist die Befehlshabende. Ich werde überrannt. Für Evakuierung zu Serranos Position vorrücken. Keine Rettungsversuche. Zahl der Gegner geht in die Hunderte. Gott, sie kommen zurück. Ich erwarte eine hübsche Trauerfeier. Verdammt. Na los, wir müssen weiter. Langsam wird's echt ernst. Aber wir schaffen das bestimmt. Ha! Tschüssi! Ob das dann noch eigentlich wehtut? Oh, ich will das gar nicht wissen, ey. Ich hör, ist hier ein Roboter? Unfassbar. Das Rezept können die gerne behalten. Egal. Muss mich ja auch ein bisschen beeilen. Was gibt's denn heute Leckeres? Fuß! Oh, habe ich lange nicht mehr gehabt. Lecker. Ansonsten irgendeine Suppe? Mmh, yum. Lecker. Die Köche hier wissen wirklich, was man essen will. Ziel ist in der Nähe. Mmh, lecker. Blutwurst. Gehst weiter oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Schalte den Kampfmodus. Gleich wird's heiß. Ach, wir haben noch gar nicht in den Kampfmodus gestellt? Dritter Akt, Kapitel 2. Was für eine Scheiße. Das Bild sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Endlich bekommt man Grace in die Fresse. Ich weiß nicht, ich mag ihn nicht so besonders. Auch wenn man ihn spielen muss. Leer, das Signal war falsch. Nein, sie ist hier. Ach du Scheiße. Du vernünftig kämpfst, kommen wir vielleicht wieder rauf. Verdammt, das klappt nicht. Och Mann. Stirb. Auf eine gute Art und Weise. Ich glaube, ich nehme mal... Nee, das nicht. Das geht auf keinen Fall. Ja, das geht schon besser. Scheiße. Ja, so muss das aussehen. Yeah. Haha.